24, ne, ist nicht meiner. Da muss ich hin. Ich hab noch keine Genehmigung. Doch, 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 ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab's DLC drin. Das wird es mit dem C2 gar nicht, Chicago? Okay. Guck mal, der Tobi wandert aus. Da macht hier direkt mal den Harten hier. Ja, mein Gott, ey, kann ich auch mal einen Kaffee trinken? Wird das heute noch was? Einmal. Danke, bitte, gern geschehen. Nein. Schwer. Hallo. Schaffst du, wenn du jetzt so weiter sagst mit Moin, dann nehme ich dich irgendwann den Sound und mach das bei meinem Schaf. Für meine Schafe rein. Nein. Justin das Schaf. Meh. Ja. Ab geht die Fahrt. Ach ja. Gute. Ja. Also. Soll ich einen Forst? Was soll ich einen Forststicker fahren? Die haben doch halt echt was an der Waffel. So, jetzt können wir gemütlich Tempomat fahren. Ja, keinen, ich hab keinen. Schön 30. Die X13 ist cool, von Datteln nach Dortmund. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte ja von Dominik noch das da runterladen, die Karte. Aber ich denke aber bei den X musste nix. Warum? Weil das nur für Ruhrgebiet von Lischmann ist. Ach so. Ja, gibt ja bestimmt das Linienpack, oder? Aber ich glaube, die X-Busse sind da nicht drin. Nee, ich meine extra, dass du dir das extra runterladen musst. Keine Ahnung. Extra Hofdatei runterladen. Okay. Interessant. So. Ich pinne es mir gerade mal an, weil ich das einfach wichtig finde. Richtig und wichtig. Ich hoffe bloß, dass es morgen mit dem GSX endlich funktioniert, ey. Weil ich... Weißt du, ich kann mich ja schon mit dem AES-System für den 2020 ja schon aus. Ja, aber es ist keine Zeit, dass du extra Dollar zahlst dafür, ne? Und es funktioniert dann nicht. Weil... Siehst du doch. Bis Februar muss das stehen, ja, muss ich mit dem Programm klarkommen, dass ich nämlich dann das mit dem, dass der Airbus dann nämlich dann kommt. So. Jawoll. Ich bin froh, mal wieder die SP24 zu fahren, ey. Ich danke dir, sonst hätte ich mir gerade danach der Tour auch selber kurz gegoogelt, aber ich danke dir, Tobi. Vielen, vielen Dank.
Die SP24, die hat mir im Halloween-Event ein bisschen gefehlt. Ja, ich hab sie gefahren. Du hast sie gekriegt? Ich hab sie gekriegt, ich bin sie aber auch. Ich hab sie aber offscreen gefahren. Boah, ich hab sie nicht gekriegt. Die Bremsen sind noch ein bisschen so. Ja. So. Aber Leute, Support hilft immer gern. Ja, das ist sowieso. Also, Tobi, du bist unser Mann für Leitstellenfahrt. Für im dritten Advent oder in dem Wochenende. Mal gucken. Weil ich weiß halt, und ich weiß, es tut mir auch leid, dass momentan wieder viel mehr LS-Videos und ETS-Videos kommen, aber ich versuche stets mein Bestes zu geben, er kennt es ja. Will jemand rein oder will raus? Da will jemand mit, gut, dann Abfahrt. Aber ich freue mich auch, wenn wir mal wieder auf der Forest unterwegs sind heute Nachmittag. LS. Ob das eine Schiff nämlich schon fertig gebaut ist. Wie gesagt, ist die Achterbahn fertig. Ist die Werft mit dem einen Schiff fertig, dann hört's auf. Dann holen wir eine andere Karte. $50-50 ist der Preis von. Fände ich einen guten Deal. $50-50. Meiner. 50-50. Mein, von mir aus kannst du auch 75-30 machen. Aber denk dran, 5% kriegt halt der Betrieb dann noch, ne? Und der 5%, na, insgesamt, weiß ich ja. Schöner Deal hier. Was habe ich in der Woche eigentlich noch so geplant für euch? Saint Goku Dynasty am Mittwoch. Also da werden wir auf jeden Fall mal keine Simulation zocken. Ja, Schlangenlinien? Nee, ich habe nur mal hart gebremst. Das ist ein Unterschied zwischen Schlangenlinien. Würde ich Schlangenlinie fahren, würden wir seitlich auf der Tür liegen. Besoffen voraus, sag ich mal. Ach, egal. Nee, also wie gesagt, weil da will ich dann im Livestream dann noch den das mit dem Beet machen. Apropos, wusstest du, Justin, wenn man versucht, was nachzusprechen, oder wenn ich das versuche nachzusprechen, bei der Aufnahme von Sengoku Dynasty, den Text unten, das hört sich dann immer so an, wenn ich die Nase zu halten bin. Alter, schwör. Als hätte ich so ein Löppli im Bobbes drin, ey. Alter. Ja, da. Ich würde nichts, also. Ne. Das hört wirklich, das hört sich so beschissen an. Also ich hab wirklich fast jeden Tag darum experimentiert, dass ich vielleicht mal eine andere Stimme oder was heißt andere Stimme, aber es kommt klar und deutlich rüber, weil ich ja das über das Studiomikrofon mache, ne? Aber es hört sich so blöd an. Also ich hab's versucht, ich hab's wirklich ausprobiert. Also wenn ihr es mitlesen wollt, dann drückt ihr am besten auf Play oder auf den Play-Pausen da, ne?
Aber wie gesagt, ich finde es so grässlich. Also. Weißt du, es hört sich noch schlimmer an als der Crazy Clown, den ich da hab. Als der Crazy Clown da. Vom Voice Mod war das eigentlich der einzigste, den ich gerne genommen habe für die Busfahrt, aber. Ach verdammt, ich muss ja noch das Video vom Bausi, vom Lukas, ach scheiße. Das wird halt doch, das wird doch ein toller Tag. Ich hab voll vergessen, dass doch das Video zu schneiden vom Bausi. Oh. Justin, das hättest du auch mitbekommen sollen am Wochenende, wo ich mit Lukas noch Bausi gezockt habe. Ich wollte eigentlich nur 5 Stunden machen, ne? Schwuppdiwupps waren 9-10 Stunden auf der Uhr. Alter. Ja, also wie gesagt, zeitlich muss ich jetzt echt mal auf die Bremse drücken, weil wie gesagt, weil ich gerade für den Typ Airbus 320 gibt es nämlich auf YouTube einer, der ist Instructor bei der Airline, also für den A320, ja, und der beschreibt ja das richtig gut, wie du den Airbus einstellst, vom FMC, also richtig Boarding komplett, von Anfang bis Ende. Der ist richtig in der Materie drin und da freue ich mich. Und deswegen gucke ich mir das Ganze wieder an. Also gucke ich mir das Tutorial an, weil ich finde den Realismus sehr schön. Und ein Airbus, wie gesagt, wenn das dann das Thrustmaster da ist von Airbus, dann passt es auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Deswegen Ende Februar. Dann geht's nämlich auch mit dem dann weiter. Andere Frage habe ich noch an dich, Justin. Ich weiß, ich überhaupt dich wieder mit Fragen. Du hast ja gesagt, es ist ja wieder eine neue Folge oder eine neue Staffel von Feuer und Flamme rausgekommen. Jojo. Hast du auch die neue Folge von Flughafen Mitte drin geguckt? Vom Hessen? Ne, ist da schon wieder was Neues raus? Ja. Letzte Woche, die sind wieder mit einer neuen Staffel dabei und die haben, Leute, es ist faszinierend, die haben eine neue Technologie, was Triebwerksreinigung betrifft. Das heißt, wenn du zum Beispiel 80.000 nautische Meilen geflogen bist, kriegt der Flieger eine Triebwerkswäsche. Vorne auf dem Triebwerk wird eine Düse dran gestoppt. Das dreht sich dann, also wie gesagt, die lassen halt das Triebwerk an. Das wird dann gereinigt und es kommt dann alles unten in so ein gefiltertes Wasser rein. Also, wie haben sie es gesagt, die Turbine kriegt eine Windel an. Fand ich geil. Und das Schöne ist, das ganze Wasser wird gefiltert, ne, und die benutzen das dann wieder. Ne, hab ich noch nicht gesehen, die neue Folge mittendrin. Weil, also, die haben das ganz am Ende noch gezeigt. Im Vordergrund stand nämlich ein Stewardess, also ein Flugzeugbegleiter, der hat ein Bein verloren, weil er Knochenkrebs hatte. Und das ist der allererste Typ. Der allererste Flugbegleiter, ja, der bei der Lufthansa arbeitet und mit einer Prothese arbeitet. Junge. Das ist eine Leistung. Das ist echt eine Leistung. Da habe ich Hut ab, ey. Da haben viele Parteien mitgespielt. Und weil er halt von Frankfurt nach Los Angeles geflogen ist. Schaut euch einfach mal an. Weil ich finde generell diese Reportage. Ich bin ja in der Nähe von Frankfurt. Wie gesagt, es ist so. Als ich das gesehen habe, ey, mir sind wirklich die Tränen gekommen, ey. Wo ich die Story da gehört habe. Deshalb gucke ich mir sowas dann noch nicht an. Ach, weil ich dann anfange zu heulen wie ein Stoßgewitter.
Nein, wir sind nur ein paar. Nein, es geht mir um den Biss, verstehst du? Nicht um dieses, ach Gott, der hat sein Bein verloren. Aber ich finde halt die Story wirklich bewegend, ey. Und vor allem, dass Lufthansa da wirklich mitmacht. Überall suchst du dann so Betriebe, auch hier, ne? Handicap, man nimmt keinen, machen keinen, haben keinen Bock drauf und, mein Kollege, oh, jetzt aber, ich hab nichts gesehen. Das war schon ein bewegender Moment, ey. Hilfe, hör eine Dauer. Hilfe, hört ein Dauerhydrolüfter, ein lauter Lüfter, der den einmal entkühlen soll. Oh Gott. Naja. So. Es schifft ja immer noch, aber ich sehe nichts auf der Scheibe. Es schifft ja immer noch. Ja, wo ist denn hier ein Schiff? Da wollt keiner mit, okay. Also ich hätte gern für jeden Bus next vielleicht gerade wegen den mit den X-Befehlen, ne? Also da müsste es in der Hofdatei noch eine Unterkategorie geben. Also wie soll ich das beschreiben? Eine Hofdatei in der Hofdatei drin, ja? So ungefähr. Dass du eine Hofdatei hast, wo du direkt anwählen kannst, 1105, ja? Als Zielcode, dass er direkt weiß, warte mal, okay, da war ja was. Oh, der alte Mann da, ey, stimmt dein Ernst. Hofdatei in der Hofdatei. Ja. Wo du nur die Sonderzielanzeigen hast und diesen einen in der Edit-Format quasi überall einfügen. Zum Beispiel auf jeder Karte. In der Hofdatei. Dass er sich das rauspickt. Das wäre so die Lösung. Du weißt schon, Blitzer mögen mich nicht. Weil wenn die mich sehen, dann fliegen sie in die Luft. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.